Im Ballpark der Schwerin Diamonds ging am 12. September die Schwerin Series in die nächste Runde. Diese Turnierreihe ist die erste ihrer Art und entstanden, weil alle Baseball-Ligen Corona-bedingt ausgefallen sind. Die erste und zweite Mannschaft der Schwerin Diamonds sind in den Gruppen A und B vertreten. Dort trafen sich auch verschiedene Mannschaften aus Norddeutschland. Wir wollen was für die Vereine im Norden ein bisschen anbieten. Ne? Wir spielen jetzt auch hier komplett auf unserem Verein, also auf, hier bei uns in Schwerin. Und die Vereine aus dem Norden kommen hierher und können halt ein bisschen wieder ihrem Sport nachgehen. Das erste Match des zweiten Spieltages lieferten sich die zweiten Schwerin Diamonds und die Greifswalder Baltic Marines. Nach einer Stunde Spielzeit gewannen die Schweriner mit 5:1. Nach einem Unentschieden und zwei Siegen sicherten sie sich den Einzug ins Halbfinale. Dort treffen sie am 19. September auf die Hamburg Steelers 4. Beide Mannschaften des Schweriner Baseballclubs stehen damit jetzt im Halbfinale. Ich bin sehr glücklich über die Ergebnisse und sehr glücklich über den Fortschritt, den die Teams gemacht haben. Alle haben viel Spaß gehabt. Wir haben besonders viel die Schläge trainiert und heute haben sie die Bälle ausgezeichnet getroffen. Das freut mich zu sehen. Am vergangenen Wochenende hatte sich bereits die erste Diamonds-Mannschaft gegen die SG Hamburg Dragoons, Kiel Seahawks und die Hamburg Steelers 3 durchgesetzt. Das Finalspiel findet am 3. Oktober statt. Neben dem Finale wird es ein All-Star-Game geben, in dem jedes Team seine drei besten Spieler anmeldet.